Moin Leute, herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge von Minecraft Craft Attack 11. Leute, falls ihr gerade ein bisschen verwirrt seid, guckt euch vielleicht die erste Folge auf meinem Paluten-Kanal an. Ich werde versuchen, das auch gleich so ein bisschen zu erklären. Wir gehen jetzt aber erstmal rauf auf den Server. Ah ja, warte, das hatte ich glaube ich das letzte Mal auch. Okay, wir gehen rein, Leute. Edgar? Ja! Edgar ist sogar noch da. Ich muss zugeben, ich hätte gedacht, dass irgendjemand kommt und Edgar entführt. Das wäre tatsächlich katastrophal. Aber warum ich jetzt das hier zum Beispiel auf dem Paluten-Kanal nicht mache, denn ich wollte jetzt ganz entspannt ein bisschen mir mein erstes Haus bauen. Hat so ein bisschen auch Livestream-Charakter vielleicht. Und dann dachte ich mir, ach komm, lass uns das einfach auf dem Team-Paluten-Kanal machen. Sag mal, warum nickt ihr denn die ganze... Sag mal, ja, ich weiß... Wir müssen uns hier was aufbauen. Ihr bleibt erstmal alle hier und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Wir haben tatsächlich, warte mal, wir mussten noch nie die Elytra abgeben. Das ist ja mega geil. Aber die ist auch schon ein bisschen kaputt. So, ich würde sagen, wir holen uns jetzt mal als erstes Holz und dann erzähle ich noch mal ein bisschen von meinen Plänen. Warte mal, ich werde die mal hier rauspacken. Ich drücke die ganze Zeit auf I, weil ich ja gerade arg ein bisschen am Daddeln bin. Und da ist das alles von den Keybinds ein bisschen anders. Ja, Leute, Ziel für die heutige Folge. Oh! Hallo! Guten Tag. Ja, Mo hat tatsächlich mal unter mir gewohnt. Ja, und ich glaube auch irgendwann... Nee, auf jeden Fall war es laut. Aber das war nicht Mo, sondern andere Umstände, weshalb da teilweise ausgerastet wurde bis zum geht nicht mehr. Das war noch damals die YouTube-Hauszeit. Eieiei, das war wild. Dena über mir, mit Revi, mit Unge. Eieiei. Auf jeden Fall genau. Kleines, gemütliches Haus. Ich hole mir jetzt erstmal hier die ersten Sachen. Und dann schauen wir mal, was das Projekt hier so für uns bereithält. Wenn ihr Lust habt, ey, auf weitere Folgen, schallert gerne den Like rein. Ihr könnt auch gerne... Achso, warte mal, das haben wir ja alles. Und zwar mache ich auf jeden Fall erstmal eine Kiste. Was wir so anstellen könnten, bauen... Also, ich habe schon einen Plan. Ich möchte als erstes ein kleines Haus bauen. Erstmal so ein bisschen provisorisch. Und dann wäre es cool, wenn wir so ein bisschen wirklich so oldschool-mäßig die Edgarianer, dass wir unsere Schweine ein bisschen züchten. Wir müssen uns definitiv noch mehr Name-Tags organisieren, weil ich habe hier zum Beispiel noch das Huhn. Das ist natürlich General Dieter, das ist ganz klar. Der muss back am Start sein. Also der war, glaube ich, auch damals bei Minecraft Leben dabei. So, warte mal, ich platziere mal hier kurz die Kiste, weil dann spacken wir einmal das. Weil fliegen will ich heute sowieso, glaube ich, noch nicht. Wir müssen erstmal... Oh, Karotten sind wichtig für ein Feld. Ja. Okay. Ja, machen wir erstmal Spitzhacke. Wir müssen jetzt ja wirklich hier super basic erstmal uns alles organisieren. Ist denn hier vor... Oh, da hinten sehe ich ein Schwein. Oh, warte. Da sehe ich vor allen Dingen auch ein Schaf. Oh, warte mal. Ja, okay, wir brauchen ja auch ein Bett. Wir haben ja nicht mal ein Bett. So, oh, da vorne ist auch Lava. Da ist noch ein Schaf. Vielleicht sollten wir... Warte mal, dann lass uns da vorne mal vielleicht ein bisschen Eisen. Dann könnten wir die scheren. Was ich auch... cool finde, ist, dass hier wirklich ja gar nichts los ist. So, jetzt draufgehen. Gibt es eigentlich sowas wie ein Stopp, wenn ich draufgehe? Also früher war das ja so. Ich fühle mich hier auch teilweise wie so ein Opa. Früher, da gab es da manchmal so eine Upload-Sperre, wenn du drauf gehst. So, warte mal, jetzt haben wir hier, ja, ich mache mir jetzt mal kurz eine Spitzhacke und ein Schwert. Wo wohne ich? Hallo, guten Tag, wissen Sie, wo ich wohne? Entschuldigung, okay. Scheint ein Schmetterianer zu sein. Ah, da vorne, okay, wusste ich natürlich. Alles easy. Hallo. Hey. Warum hat er einen Clan-Tag mit GHG? Oh, hier ist... Mo ist ein Beyblade. Ich werde hier vorne gerne Edgarianer oder so. Oder Team Paluten. Sowas hätte ich ganz gerne. Darf ich sowas beantragen? Damals. Die Edgarianer mit unseren Regeln. Das war... Oh, was mache ich jetzt hier? War alles easy? Zack. Technischer Fortschritt. Ja. Kniet nieder vor meinem technischen Fortschritt. Alter Schwede, ich habe so lange kein... Einfach so ein klassisches Minecraft mehr gespielt. Warte mal, lass uns doch vielleicht hier schon mal, wo wir das Haus errichten wollen, hier schon mal einfach runtergraben. Damit ich nicht immer nach da hinten laufen muss, wenn wir vielleicht auch Dias farmen wollen. Ich muss zugeben, ich bin nicht hundertprozentig gut informiert, was abgeht. Ich habe von Craft Attack, habe ich öfter mal auf TikTok ein bisschen was reingespült bekommen, wo Norax
und zum Beispiel Papa Plade haben dann so einen Stimmenverzerrer gehabt, auch Revi. Und dann haben sie so Stegi ein bisschen verarscht oder irgendwas. Es gab auch so eine Jagd. Irgendwas von so einer Jagd habe ich auch mitbekommen. So, jetzt wäre Eisen auf jeden Fall eine richtig geile Sache, damit ich eine Schere machen kann für ein Bett. Kurze Frage, ich will jetzt hier nichts falsch machen. Ist das so gewollt, dass man auch unterirdisch das sieht? Oder habe ich hier irgendwas falsch eingestellt? Weil ich sehe jetzt ja unterirdisch, wo hier irgendwas ist. Also nicht, dass ich direkt, weißt du, ich bin hier so ganz entspannt am Farmen. Paletto plötzlich kriegt hier von Spark den Bannhammer reingedrückt. Das wäre nicht so gut, nachdem ich ihn damals in Varro 1, stimmt, in Varro 1 habe ich ihn weggemacht. Und dann in Varro 4 gab es dann die Rache. Da hat er mich dann platt gemacht. Da hatte ich dann keine Chance. Ich weiß nicht mehr, welches Varro das war. Es muss ja 4 gewesen sein, wo GLP vergessen hat, die freaking Enderpearl zu werfen. Nein, das ist mein letzter Trumpf. Ja, wirf doch die Enderpearl, Daniel. Nein. Pff, tot. Gute Zeit, Leute. Aber das ist auch ganz schön, dadurch, dass ich jetzt hier einfach so ein bisschen labern kann. Was ich auch noch sagen wollte. Genau, der Grund, warum Paletto jetzt hier ein bisschen in Craft Attack am Start ist, ist, weil ich habe schon Bock wieder auf ein bisschen Minecraft gehabt. Aber es ist ja wirklich so, dass die Zeit der Minecraft-Projekte ja schon so ein bisschen, also der klassischen Minecraft-Projekte, sowas wie jetzt eben Craft Attack, schon so ein bisschen vorbei ist. Also ich weiß, früher gab es an jeder Ecke, sei es Minecraft Clash, Minecraft Craft Attack, was gab es noch, Minecraft Mark, dann auch eben Varro und so weiter. Das ist ja schon alles ein bisschen vorbei und mir juckt jetzt unfassbar die Nase. Und worauf ich auch Lust habe, tatsächlich, was wirklich untypisch für mich ist, vielleicht in Kontakt zu treten mit Leuten, mit zum Beispiel in der ersten Folge. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie mit Castcrafter geredet. Ich weiß, wer er ist. Ich habe ihn sogar abonniert und er hat meiner Meinung nach auch eine coole Entwicklung durchgemacht. Und Respekt. Schöne Grüße. Oh, 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 jetzt ist hier aber, jetzt ist hier was los. Ist jetzt hier, oh, ah, nein, oh, Alter, was? Wie viel Schaden hat er denn gemacht? Oh, nein, pff, mach zu, das Ding. Digi, was war das denn? Okay, chillig, chillig. Gut, ich darf nicht in eine Höhle gehen. Alter, das wäre ja beinahe richtig in die Hose gegangen. Was ist das denn? So, ich möchte doch einfach nur ein bisschen Eisen. Ist das zu viel verlangt? Obwohl eigentlich für das, was ich will, doch, ich brauche schon ein Bett. Ich höre hier, ich habe doch hier gerade irgendwas gehört. Aber warte, nee, wie kann ich reden? Hallo? Hallo? Wenn da unten links dieses Symbol ist, dann rede ich, glaube ich. Kommen Sie raus! Also, das habe ich mir doch gerade nicht eingebildet, oder? Oh, das kann natürlich sein, dass die Wahrscheinlichkeit auf Iron und so weiter, dass das super niedrig ist. Aber egal, so fängt jeder mal an. Leben ist kein Wunschkonzert. Warte mal, hier ist doch, guck mal. Warte mal, ist jetzt hier, wenn ich mich nach hier hin grabe, ist dann auf meiner Höhe eine Höhle? Wir probieren das jetzt mal aus. Die Nacht wird durchgeschlafen. Was bedeutet das? War jetzt Nacht? Ah, müssen nur so und so viel Prozent, die gerade da sind. Oh, ja? Nee, aber hier kommt nichts. Ich bin jetzt eigentlich hier an einem Punkt. Da ist jetzt was Rotes. Okay. Okay, was soll dieses Geräusch? Alles klar. Übertreib halt von dem Geräuschspiel. Hier ist doch, hier sehe ich doch auch Lava und den ganzen Spaß. Aber da weiß man wahrscheinlich nicht, ob es jetzt tiefer runter... Oh! Oh, da unten ist was. Warte mal, wir machen das so. Zack. Wir müssen halt unbedingt aufpassen, dass wir jetzt nicht reinlaufen nochmal in Zombies oder irgendwas, was uns direkt killen kann. Okay, chill, chill, chill. Gucken. Okay, hier ist safe. Ah, ne, das ist nur Müll. Okay, da unten geht's runter. Fackels. Fackels sind wichtig. Okay, Leute. Ganz ruhig. Wir müssen essen. Wir müssen voll gereckt sein. Zack. Wir brauchen... Mann, warum ist denn da immer Kupfer? Da unten ist Eisen. Let's freaking go. Warte mal. Wir machen hier mal zu. Hey! Boah, ich habe wirklich Schiss. Ganz ehrlich, 3 Schüsse und ich bin down. So, alles easy. Nein, das geht da so... Ah, oh, freaking. Da ist das... Nee, das ist auch noch Gold. Mist, 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 Mist. Oh, Alter. Hallo. Hi, na, hey. Es geht. So früher Stunde schon hier?
Ja, ich kannst du mir helfen, Mann? Das kann ich gerne machen. Ich wollte dir aber erstmal was geben, Ja? wegen gestern als Entschuldigung. Als. Was? Hast Da du war ja irgendwo. dieses Warum kleine. als Entschuldigung? Naja, erinnerst du dich, da war dieses kleine Malheur passiert. Achso. Also, ja, das war aber ein Schmettgarianer, wie sich am Ende herausgestellt hat. Das Okay, war einer von den Bösen. Also, dann passt. ja, den hast du gut erkannt und dann, ja. Okay, geil, aber dann kannst du jetzt das echte Schwein umbenennen. Ja, genau. Ja, Claudia, du, ich brauche ein bisschen Backup hier unten, weil ich Backup, brauche ja. Eisen, ich brauche eine Schere und vielleicht ein bisschen Rüstung. Also wenn du mir hier so ein... Ich brauche Rücken. Weißt du, wie man mittlerweile im Rap-Game sagt, brauche ich Rücken? Ich habe einen Rücken. Ich kann dir meinen Ja, geben, wenn du willst. okay, Na sehr klar. gut. Also hier einmal kurz mitkommen und falls Skelette oder so kommen, weil mich hat so ein Skelett fast umgebracht, ich habe noch keine Rüstung, dann Oh. müssen wir jetzt hier kurz einmal runter. Aber Oh, das wenn wir passt. hier mal irgendwie runterkommen... Ich brauche, wie gesagt, ein bisschen Eisen. Du bist eigentlich relativ weit oben sogar. Ach so, Aber hier. ja, das weiß Aber ich nicht hier. mehr. Also kann das auch trotzdem. Ah, oh! Vielen Dank, Naja. Sir. Ja, warte, jetzt. Ich brauche Kein Backup. Problem. Ich passe auf dich auf. Okay, Alles vielen passieren. Dank. So, wenn ich jetzt hört er mich zum Beispiel nicht, weil ich ja Push to Talk. Das ist das, was ich meine. So ein bisschen. Oh. Interaktion mit anderen Leuten. Oh. So. Naja, das könnte zumindest schon mal. Oh, warte, hier geht's auch noch weiter. Oh! Oh nee, da sind Skelette. Da Oh sind ne, die die. mach ich mal ganz schnell weg. Ja, Gar keine genau. Sorge. Mach Oh. das. Oh. Ja, bleib einfach da oben vorne. Ja, Erledigt das bleib alles. hier, ich bleib hier oben. Du machst das. Ich Ich feuer bleibe dich an. oben. Na klar. Hier war noch ein Enderman, aber der darf Ach da so. sein. Okay. Ist da Eisen? Oh, hier ist sogar Eisen, ja. Oh ja, oh. Warte. Ich hab hier. Und sonst so, alles gut bei dir? Ja, bei mir ist alles super. Ah, okay. Oh, warte. Es hat an. Ich Oh müsste nein, das jetzt ist jetzt, hinkriegen. werden Autogrammkarten abgeholt und ich habe die noch nicht fertig gemacht, ich Trottel. Scheiße, warte kurz. Alles Nein. Oh Gott, warte. Ich muss kurz gucken, was. Scheiße. Ah, nee. Komm erst ab 11. Warte. Sorry, warte. Jo, lass dir Zeit. Wo ist mein. Ist mein Rücken noch da? Du bist noch da. Und ah, ich auch. Hallo. Cool. Geil. Okay, huh. Oh. Autogrammkarten gibt es zu 11? Ja, das Problem ist, das sind 11 Kartons und die muss ich noch mit so einem Aufkleber beschriften, damit die dann abgeholt werden. So, wir können wieder Okay. nach oben. Ich habe alles Wichtige, habe ich jetzt ein bisschen Eisen. Das muss fürs Erste reichen. Ich habe jetzt Na klar, 9 das passt. Eisen. Wie ist das mit Schlafen? Brauche ich ein Bett? Oder? Ja, also schau mal, wenn 4 Ja. Leute jetzt auf dem Server sind zum Beispiel, reicht es, wenn einer schläft. Ah, Also es oh müssen ja, für alle okay, aber schlafen. ein Bett ist ja trotzdem. Gut, wo kommen wir denn her, Mann? Nach oben. Sehr nett, ja, danke. Zack, 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 zack. Hier rum, hier. Ich habe mich schon gewundert, oben stehen so zwei Junge, du stellst überall Crafting Table auf. Ja, Und ich so brauche ja an zwei. jeder Ecke. Weißt du, wenn ich mal hier angegriffen werde von verfeindeten Leuten, dann crafte ich mir sofort hier Gegenmaßnahmen. So, Ofen brauche ich. Dann stellen wir hier den Ofen schon mal hin. Und dann brennen wir das Eisen und dann holen wir uns die Schere. Und vor allen Dingen. Kann ich dann auch bald ein Feld machen? Ja, das ist ausgezeichnet. Schau mal, das dritte Schwein ist ausgewachsen. Oh, stimmt! Hallo! Aber warte mal, das stimmt, ich brauche ja erstmal ein. Ah, du hast sogar Claudia schon draufgeschrieben. Ah, oh, das Na ist ja klar, Weltklasse. hab ich gemacht. So, warte, jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht sein Kind Claudia nennen. Sehr gut. Schön, Perfekt. schönes Ding. Oh, guck mal, General Dida hat jetzt hier auch ein Ei. Okay, was glaubst du? Kommt da ein Huhn raus oder nicht? Das ist eine 10% Chance, dass ein Huhn rauskommt. Also, ich sag mal, ja, doch, du hast Glück. Okay. Ich werf's in die Luft. Leute, schreibt's jetzt in die Kommentare. Glaubt ihr, da kommt ein Huhn raus? 3, 2, 1, zack, Alter. Ich sag auch Huhn. Huhn, Huhn, Huhn. Es muss ein Huhn werden. Huhn, Huhn. Enttäuschend jetzt. Also, das ist war ein bisschen unspektakulär. Naja, was soll man machen? Man kann ja nicht immer Glück haben im Leben. So, jetzt werden wir mal gucken. Na, wo wolltest du ungefähr bauen? Ich werde hier. Ich habe so ein Haus, habe ich schon im Kopf. Das wird so ein bisschen, als erstes ein bisschen moderner, aber das ist halt relativ einfach zu bauen. Da habe ich schon ungefähr was im Kopf. Ah, stimmt, die Schere. Sehr gut. 9 Eisen. Schere. Oh, okay, Paletto wieder. Ah, wusste ich natürlich direkt das Rezept. So, hallo. Zack. Danke. Sondern. Und genau, hier vorne war auch noch eins. Und dann. Oh, oh. Oh oh, Nein, ich brauche Rücken! Lauf. Ich brauche Rücken! Ich hab Rücken. Danke.
Oh Mann, du bist krasser als Arafat. Okay. Oh, warte, das. Das noch hier vorne. Hast du noch irgendwo ein Schaf gesehen? Einen brauchen wir noch. Boah, wir können drauf warten, bis das eine wieder ist. Ja, und in der Zeit könnte ich mir einfach schnell mal ein bisschen was ausleuchten. Das ist vielleicht keine schlechte Idee, gerade in der Nacht. Das hat normalerweise immer German Let's Play gemacht, das Ausleuchten. Ich hasse nämlich Ausleuchten. So, warte mal, trotzdem packen wir hier ein bisschen was hin. Zack. Paletto hat hier auf jeden Fall schon mal ganz professionell den Baum scheinbar abge... Ah ja, ja, okay. Das sieht auf jeden Fall nach mir aus. So, zack. Wo ist noch ein Schaf? Einmal hier geradeaus in die Richtung. Oh ja, perfekt. So. Und Schaf Nummer 3. Zack. Schönes Ding. Oh, taktisches Fischen. Krass. Was ist denn das? Was ist ein taktisches Fischen? Wenn du einen Fisch angelst. Ach so, das... Oh, okay. Ja, ich muss sagen, ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal in Minecraft geangelt habe. So, Bettchen. Sehr gut. Weißes Bett. So, jetzt brauche ich im Grunde genommen einfach nur nochmal ordentlich Holz und dann läuft das mit dem Hausbau. Noch ein bisschen Stein müsste ich dafür schon genügend haben. Ist tatsächlich nur noch Holz, was fehlt. So, oh, was war das? Ach, da brennt ein Zombie. Es geht. Aua! Alter, warum sind die teilweise so krass? Es ist auch schwer, aber irgendwie fühlt sich das schwerer als schwer an. Da so, einmal bitte ein Eimer. So, dann hole ich gleich Wasser für ein Feld. Dann würde ich das hinters Haus machen. Und dann hole ich mir hier das Wasser. Perfekt. Aua. So, einmal ein bisschen Wasser holen, dann wieder mal, zurücklaufen. Ich hab da sogar noch was für dich. Ja. Das habe ich ja die ganze Zeit eingesammelt, um dich zu beschützen. Bone Meal. Ja, geiles Ding. Vielen Dank. Ja, sehr, sehr aufmerksam. So, hole ich mir hier einmal Wasser, lauf wieder kurz zurück. Hast du schon gefrühstückt? Nee, ich frühstücke immer so gegen 18 Uhr erst, nach der Arbeit, weißt du? Aber es ist 10 Uhr morgens. Ja, eben, aber erst die Arbeit. Warte, seit wann bist du aufgestanden? Um 7:30. Und dann isst du nichts bis 18 Uhr? Nee, es muss direkt reingearbeitet werden. du willst mich doch verarschen. Nein, du nein, isst, wirklich. Es ist machst du Tag so Fasten? Nee, das ist einfach ein normaler Freestyle. Tag. Okay, ist einfach free. Okay, alles klar. Ja, ey, jeder so, wie er es braucht. Nee, ich kann das nicht. Da habe ich mal gehört, das liegt an meinem Stoffwechsel oder so, dass ich relativ schnell nach dem Aufstehen schon wieder Hunger habe. So, warte, das ist doch jetzt eine unendliche Wasserquelle. Das sieht doch gut aus. Was hast du denn gefrühstückt heute? Ich habe ein Müsli, hatte ich. Ein Protein-Müsli, damit der Bizeps riesig wird. Und jetzt habe ich aber schon wieder leichten Hunger. Weil, ja, ich habe eigentlich immer sehr viel Hunger. Ich muss mich manchmal zügeln. Ich esse manchmal ein bisschen zu viel. Gerade abends. Abends habe ich immer sehr viel Hunger. So, jetzt habe ich hier schon mal mein Karottenfeld. Zur Vergrößerung der Edgarianer. Boah, willst du so ein richtiges Imperium machen? So ein Schweine-Imperium hier? Na, Imperium ist übertrieben. Aber ich möchte hier meine Glaubensgemeinschaft der Edgarianer, die möchte ich hier schon den Leuten näher bringen. Das habe ich im Jahre 2014 schon mal probiert. Weltherrschaft ist uns nicht geglückt, aber wir versuchen das jetzt ein zweites Mal. Ey, da wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Ja, also wenn du mal für so ein Audit vorbeikommen möchtest, dann haben wir da auf jeden Fall einen Platz für dich. Ich kenne das Wort nicht. Was meinst du damit? Ach so, nein. Audit ist, glaube ich, sowas bei Scientology. Weißt du, dann gehst du da so rein und dann gibt's da irgendwas Böses. Also das ist nicht ganz so koscher. Aber wir Edgarianer, wir sind anders. Wir sind anders. Bei uns ist alles gut, Brudi. Du musst keine. Das kommt mir sehr vertrauenswürdig. Keine Angst vor uns haben. Also nee, guck dir dieses süße Gesicht an. Könnte dieses süße Gesicht dir irgendwas Böses wollen? Hm? Hast recht, das finde ich vertrauenswürdig. ja, eben. Da ist alles gut. Musst du tatsächlich keinerlei Angst haben. So, hier werde ich jetzt mal ich habe auf jeden Fall genügend Holz. Das genau, warte mal. Ich muss mir kurz das Bild angucken. Oh, habe ich die... Ja, nein, ich habe die Seite geschlossen. Haus Minecraft. Bei Google. Ja, warte. Ja, das Problem ist, ich bin extrem schlecht im Bauen. Aber ich habe mir da so eins... Naja, ich weiß schon, wie das geht. Das war super. Ah, nee, das war sogar hier mit Stein. Warte, hier war das mit Stein. Aber der Fußboden war Holz. Das kriegen wir hin. Ich muss dieses Haus wiederfinden. Ja, ich hab's.
Ich hab's. Okay. Sieht super aus. Es grenzt sogar daran an. Das ist perfekt. Das war das fünfte Bild bei Google. ja, abwarten. Achso, warte mal. Ich brauche mal eine Schaufel hier. Und es liegt ein neues Ei da. Kannst du nochmal probieren. Oh ja. Leute, zweite Chance. Was glaubst du diesmal? Jetzt muss ja. Okay, ja. Na, ich sag diesmal nicht. Ich mach so Reverse Psychology. Whoop. Okay, dann ich auch nicht. Oh, komm. Oh. Uff. Unangenehm. War aber nicht Edgar und Claudia, war nur Edgar Junior. Jetzt komme ich hier wieder nicht raus. Hast du noch Wolle? Ich bin im Besitz von 2 Wolle, richtig. Das ist perfekt, du kannst einen Teppich craften. Ah, ja, stimmt. Ja, und damit kann man dann so rausjumpen. Ja, genau. Das habe ich auch irgendwo letztens in einem Video gesehen. Vielleicht war es eins von deinen 27 Sachen, die du noch nicht von Minecraft wusstest, die ich mir immer sehr gerne angeguckt habe. Lustiger Fakt, weil ich hatte dir letztens nochmal auf Twitter geschrieben. Nochmal auf Twitter geschrieben? Ja, also, weil ja, das Ding ist, ich bin auf X, bin ich stellenweise nicht mehr ganz so aktiv, weil das mittlerweile so ein bisschen, weiß nicht. Ja, ich verstehe schon, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Und mir werden so teilweise auch so ganz komische Sachen empfohlen. Ja, so ein Norman oder so heißt der, keine Ahnung. Die nennen ihn immer Veto. Der ist weird. Keine Ahnung, was das für einer ist. Was soll denn das jetzt? Was denn? Nee, alles gut, lust was. Ich mach nur Spaß. Kleiner Ballettungsscherz. So, warte mal, jetzt hier noch. Und ich glaube, warte mal, sehe ich hier, wie breit das ist? 1, 2, 3, 4, 5. 5 breit. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist ja ausgezeichnet. Weil das setzt dann da dran auch an. Ja, genau so. Aber warte, aber hier ist ja, wo ist denn da die Haustür? Ach, die Haustür ist da links versetzt. Okay, alles cool. So, und das ist, glaube ich, 3x3 dann auch hoch. Wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann schnapp dir mal eine Schaufel und hol Sand. Weil ich brauche ein bisschen Glas. Glas brauchst du? Ja. Noch was? Nee, ich glaube, es ist nur Glas. Okay, dann mach ich nochmal auf den Weg. Bis gleich. Ja. Bis gleich. Das wird super, Leute. Wirklich, vertraut mir. Wir sind jetzt ja hier wirklich in der ersten Folge, die auch schon... wir sind noch, ist noch im grünen Bereich. Die Folge ist auf jeden Fall länger, als ich dachte. Aber das ist halt so dieses, was ich meinte. Das ist jetzt hier so ein bisschen einfach ganz gechilltes Bauen. Und wenn vielleicht nochmal was anderes kommt, dann mache ich das dann auf dem Paluten-Kanal. Und lasst euch einfach mal überraschen, was jetzt hier alles so kommt. Ich hoffe aber auf jeden Fall, dass ihr ein bisschen Spaß habt. Wieder ein bisschen Oldschool Minecraft, wirklich auf einer ganz, ganz entspannten Basis. Genau, und hier machen wir vielleicht auch, oh ja, hier könnte man auch eine Tür hinmachen. Und dann kann man da noch so ein Tor hinballern. Oder man macht das offen und dann da das Glas hin. Ja, yeah, das ist an sich auch nicht schlecht. Hier machen wir dann eine Treppe nach oben hin. Ich glaube, das wird wirklich, das könnte eine gute Sache werden. Jetzt machen wir hier noch den Boden hin. So, warte mal. Oh ja, da hat jemand glücklicherweise geschlafen. Ah, hier müssen wir aber trotzdem das hier oben zumachen. Genau. Dann kommt hier das hin. Das muss auch zugemacht werden. Ja, doch. Zack. Könnte man natürlich eher Slabs nehmen. Aber nee. Das hat schon alles. Das hat schon Hand und Fuß. So. Zack. Dann hier nach oben. Paletto kriegt das hin. Und dann geht's hier nach oben. Und dann müssen wir nur das hier abbauen. Gut, hier wird es ein bisschen problematisch. Weil hier dann natürlich eigentlich nicht mehr der Weg ist. Wisst ihr, was ich meine? Wir gehen ja hier eigentlich so rum. Naja, was will man... Oh! Hallo! Hallo, ich habe da was mitgebracht. Ja. Oh, hey! So, Leute, guck mal jetzt hier. Warte mal. Oh, Alter, okay. Das... hast du das geklaut? Nee, das... aus meiner Farm raus. Du hast eine Farm für Glas? Naja, so einen großen Smelter habe ich. Scheint hier eine dicke Nummer zu sein. Okay. Das bin ich. Das bin ich. Super. Ja, einfach eine souveräne Antwort. Jetzt mache ich hier das Glas hin. So. Ah, okay, warte mal. Aber das andere Glas... Warte mal. Warte. Connectet das an, weil bei mir connectet das Glas nicht. Meinst du visuell connecten? Oder? Ja, genau. Warte mal, ich teste das mal hiermit. Muss ich auch nochmal abbauen.
Du siehst nur, also du siehst die einzelnen Blöcke an sich, aber keine durchgehende Scheibe, richtig? Ja, ja, genau. Und ich probiere das jetzt hier mit. Ah ja, aber bei denen ist das... Ah, ja. Okay. Auf dem Bild, was ich gesehen habe, sah es anders aus. Leute, schreibt es in die Kommentare. Soll ich die dünnen oder die dicken Scheiben nehmen? Ja, nee, doch, dünne Scheiben. Ja, doch, die sind schon ich finde, glaube ich, die dicken geiler. Wenn ich hier auf der anderen Seite... Ja, wir machen dicke Scheiben. Wir können es ja, wir haben es ja. Ich habe auch noch ein bisschen Farbe hier gesammelt, ein bisschen Orange. Ich hoffe mal, Orange ist deine Lieblingsfarbe. Da kannst du nee, also Orange mag ich gar nicht, tut mir leid. Ich weiß auch nicht. Nein, doch. Mein Inventar, du kannst es in meine Kiste packen, bitte. Mach mal so. Ich mag Orange. Orange und Blau. Und hier mache ich das auch nochmal so ein bisschen, damit ich meine Schweine und meine Tiere immer ein bisschen beobachten kann. Hier wird es dann auch nochmal ein bisschen, oh ja, da wird es dicker und höher. Ne, das ist sogar noch ein nach oben. So, da auch noch ein. Ausgezeichnet. Jetzt habe ich natürlich, jetzt weiß ich nicht, wie es von der Seite... Ah, ne, Seite ist Steinwand. Genau, und hier kommen dann nochmal die Dicken rein. Ja, 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 das ist super. So. Easy going? Ja, ja, ja. Wie gesagt, ich muss da nochmal gucken, ob man da eine andere Lösung... Weil das da so komplett durchzugucken, wäre natürlich schon geiler. So, warte mal. Und hier kommt dann ein Weg zu so einem Holzding. Ja, den müssten wir vielleicht symmetrischer machen. Okay, ich hätte eine Aufgabe für dich, falls du gerade Langeweile hast. Und zwar, ich brauche Eichenzäune, die sozusagen das symmetrisch umschließen, so wie das Haus ist. Im Grunde genommen nur die Ecken ausbessern, damit das hier, weil es ist ja schief und krumm. Ja, checke. Dass genau. Das Haus abschließt. Ja, genau, ja. Aus Eichenholz, genau. Machen wir. Geilo. Ich sage euch, Leute, fürs Erste, ich meine, wir bauen ja heute nur ein kleines Haus, damit wir so eine kleine Starter-Base haben, mit der wir dann versuchen, den kompletten Server zu bekehren. Also, wir sind auf Friedensmissionen natürlich, ganz klar. Die Edgarianer, wir sind ja nicht... Also, wir versuchen ja hier was Cooles auf die Beine zu stellen. Ja, das Glas, das taugt irgendwie mir nicht hundertprozentig. Aber wir werden für alles eine Lösung finden, vertraut mir. Genau, und dann die Zäune einmal so an den Ecken hochziehen. Weißt du? So, dass das so connected. Ja, ah, ja, ja, perfekt. Cool. So. Dann machen wir hier. Oh, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Obwohl, nee. Mann, Paletto, du hättest... Ich werfe das hoch. Oh, ja, ich fang. Oh. Hast du's? Vielen Dank. Ja, warte, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, irgendwas ist in mir drin. Nee, warte, ich bin voll. Oder auch nicht. Warte. Ja, ich hab 5, hab ich. Oh, noch eins brauchst du, oder? Ja. Hab ich, danke. So, aber ich brauch tatsächlich sowieso noch mehr. Ich geh kurz was holen. Ja, super. Ja, ich hab's nicht so mit Madde. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich sollte auch gucken, dass ich die Hölzer eher aus der Ferne nehme, weil es ist ja schon sehr idyllisch um unser Haus herum. Genau, dann nehme ich lieber hier so ein. Boah, hier ist schön am Wasser. Das wollen wir auch noch, so ein kleines Wasserhaus. Was esse ich denn gleich zum Mittag? Was esse ich denn gleich zum Mittag? Um 10.18 Uhr. Also das ist jetzt gerade die Uhrzeit, wo ich das aufnehme. So, oh, ultra nice, dich hier zu sehen. Wünsche dir ganz viel Spaß beim Aufnehmen. Hoffe, dir geht's gut. Oh, wie Whisper? Ey. Ja, alles easy, Schleimi. Auch Gaming Guides, auch cooler Boy. Wenn ihr mal was braucht in Sachen Minecraft-News. Guck da mal vorbei. Oh! Oh, was ist das denn für ein Mist da vorne? Was soll denn... Warte mal. Oh, nee, ne? Ja. Kennst du die schon? Ja, das ist ein Raid. Ja, also, potenziell, aber die wollen ja nicht bei mir. Ich habe ja keine Golems und so weiter. Warum sind die denn hier? Die patrouillieren einfach nur. Ach so. Also, okay. Aber warum die jetzt genau hier sind, das ist eine gute Frage. Das ist, das ist ja blöd. Bist du dich gewappnet gegen die? Nein, die klatschen mich in 2 Sekunden um. Schieß mal auf die. Okay. Oh, jetzt könnte peinlich werden, wenn ich daneben schieße. Aber warte, ich mach 360 No-Scope. Warte, guck mal. Guck dir das an. Ja, ich sehe es. Ja, ich habe die Pfeile nicht aufgesammelt. Warte. Ich habe mein Inventar voll. Das ist ein Problem, was bei mir öfter auftritt. Warte, jetzt guck. Knapp daneben. Jetzt war es so peinlich. Okay, warte. Jetzt mache ich. Ich mach Real, warte. Ah, nee, ah, okay, dann verzögert das, warte. Ja, okay, klappt nicht. Oh, immerhin. Oh, schnell, Haus rein. Achso, ja, warte, ich.
oder? Ja, ich hab's nicht ins Haus geschafft. Ich hab's nicht ins Haus geschafft. Ja, ja, ich mach die mal weg, ne? Ja, ja, mach die mal weg. Mach die mal weg. Jetzt guck mal. Oh! Komm, aua! Ich wurde getroffen! Ich wiederhole, ich wurde getroffen! Du hast noch Pfeile, schießen ab, schießen ab. Ja, ja, mach ich. Und jetzt in den Nahkampf. Oh, warum hält der so viel aus? Du darfst nicht spammen. Okay. Ach so! Ist das hier nicht das? Ach so! Ja, nee, das gibt's schon lange nicht mehr. Ach so, ja, hätte ja sein können, dass das hier drauf ist. Was war das? War hier nicht gerade eine Explosion? Nee, bei mir nicht. Okay, ich hab's mir eingebildet. Dazu tendiere ich manchmal, mir Dinge einzubilden, wie ja, dass Schweine mit mir sprechen und so weiter. Aber das, ja, ich höre die wirklich. Kopf, weißt du? Ich höre die wirklich. Ich fühle dich da, ich fühle dich. Ich habe drei Persönlichkeiten in mir. Ja, auch gut. Ist mal nie allein. Hast du recht? Ja, das ist ein weiteres Problem von mir. Ach so. So, warte jetzt. Okay. Ich mach schon mal eine Tür. Ja, ausgezeichnet. So, guck mal hier. Wow. Was sagst du, die Zäune vor den Glasscheiben wegmachen oder sollen die wieder? Ich glaube, ich würde die wegmachen, oder? Macht ja durchaus Sinn. So, warte mal, das ist dreimal. Hier schön. Oh, da müssen wir jetzt aufpassen. Ah, doch, das sollte mir nicht ausgehen. Für die Decke reicht es vermutlich nicht. Aber da gibt es auch Schlimmeres. Ja, warte mal, ist denn die? Ah, nee, hier gibt es keine Wand. Die ist keine, das geht einfach da rein. Und dann hier. Ah, nee. Doch, ist richtig. Perfekt. Warum ist denn der jetzt? Wie bist du denn hier hochgekommen, Alter? So, jetzt nicht auf mein Feld fallen. Oh, okay. Oh nein, er schießt mich. Der eine hat geschossen. Easy, genau. So, jetzt das hier nochmal zumachen. Perfekt. Für eine riesige Glasfront. Oh, okay. Jemand hat glücklicherweise geschlafen. Machen wir das auch noch fertig? Ja, warte, aber wenn ich das... Warte mal, das müsste doch reichen, wenn ich jetzt hier mit Slabs das Ganze einfach mache. Das ist doch viel... Ist doch an sich viel smarter. Das könnte klappen. Es geht auch erstmal darum, dass wir jetzt erstmal ein Dach haben, damit das abgeschlossen ist. Und dann läuft das. Dann kriegen wir das hin. Das sieht wunderschön aus. Ja, ich weiß nicht, ob du mich gerade anlügst. Nein. Okay, so, warte mal, genau, hier in die Lögen, da kommen jetzt noch ein bisschen Glas rein, auch weil uns so langsam die Ressourcen fürs Erste ausgehen. So, aber hier machen wir, hier kommt trotzdem die Steindecke hin. Leute, wir haben's. Das machen wir jetzt hier zu. Da müssen wir vielleicht nochmal ein, zwei Fackels aufstellen, damit mir hier niemand mich wegmacht. So, oh, nee, warte, die kommt hier hin. Sehr gut. Dann kommt hier noch eine Fackel hin, da. Das müsste doch jetzt super hier ausgeleuchtet sein. Oh ja, hier unten. Ah ja, da, okay, mehr Fackels habe ich auch nicht. Leute, guckt euch das an. Warte, jetzt. Wir gehen mal hier so ein bisschen einen Schritt zurück. Ja, das Glas stört mich. Weißt du, was ich meine? Wenn das Glas richtig gut aussehen würde. Ich werde hier auch noch mal ein Bild einblenden, so wie ich das gesehen habe. Ist auch sehr modern. Sehr modern. Also da brauche ich vielleicht noch mal so ein gechillteres Haus. Weißt du, so eins... Aus dem Mittelalter oder so. Aber für den Anfang, das reicht ja easy. Ja, ja, wir sind jetzt ja praktisch an Tag 1. Also da läuft das. Leute, ich würde sagen, ab hier geht's weiter mit Edgar, Claudia und unserem ersten Haus. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann schallert super gerne einen kleinen Like rein. Schaut natürlich gerne bei Vedo vorbei. Ich werde ihn verlinken, aber ich muss ja auch, die Liste zu allen Teilnehmern ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch was für Nikolaus oder Weihnachten sucht, schaut mir mal sehr, sehr gerne auf paluten.shop vorbei. Und Leute, fettes Dankeschön. Das nächste Video kommt entweder auf dem Team-Paluten-Kanal oder auf dem Paluten-Kanal. Lasst euch einfach überraschen. Ich bedanke mich und wünsche euch allen noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüssi.